Ja, hallo Freunde, guten Morgen. Ich bin's mal wieder, der Alex. So, jetzt möchte ich euch doch die neuesten Informationen über mich, beziehungsweise wie geht's weiter mit dem Kanal? Was mache ich in Zukunft? Wie war es gewesen? Ich hatte ja noch, geplant war ja gewesen die Prostata-Operation, deswegen muss ich ja auch ein bisschen pausieren mit meinem Kanal. Ja, leider ist alles viel, viel schlimmer gewesen und gekommen, als ich selber gedacht hätte, habe. Ich habe also nicht, ich bin gar nicht an der Prostata operiert worden, da ich ganz schlimm im fortgeschrittenen Stadion Blasenkrebs hatte. Ich habe jetzt drei schwere Operationen hinter mir und ist jetzt alles soweit wieder ganz gut. Ganze Sache ist am Abheilen. Nur jetzt direkt wieder neue Motorradvideos, Rollervideos drehen, 125 Kubik-Videos ist also momentan nicht möglich. Die ganze Sache muss erstmal abheilen, aber dann geht's lustig und munter in doppelter Stärke weiter. Also mich wird nichts daran hindern, bis zum Lebensende Roller zu fahren. Wollen wir hoffen, dass das noch viele Jahre auf sich warten lässt. Aber ich werde weiterhin Rollervideos drehen. Jetzt nächste Woche, in 2, 3 Wochen geht es also weiter. Ich habe schon mit Honda gesprochen. Kommt ja jetzt der neue, ganz neue Forza 125 kommt jetzt raus. Der neue X-Max 125 kommt jetzt raus, 2023, die neuen Modelle, ist ja viel anders jetzt geworden. Gerade bei dem X-Max haben sie sehr viel verändert, da im Display und überall. Lichtmaske ist anders. Will ich euch aber alles zeigen, alles vorführen, beziehungsweise genauestens berichten, also einen Test machen, einen ausführlichen. Wer übrigens, ich wollte nur mal sagen, wer übrigens eine GoPro hat, eine gebrauchte Osmo oder irgendwas für kleines Geld abgeben möchte, beziehungsweise mir vielleicht schenken möchte, irgendwelche Halterungen für Motorräder oder Halterungen für einen Helm, irgendwas in der Richtung, Mikrofone von mir aus, irgendwas, also alles, was mit Kameratechnik beziehungsweise Aufnahmetechnik, Gimbals oder irgendwelchen anderen Sachen zu tun hat, kann mich gerne anschreiben. Ich werde unten drunter meine E-Mail-Adresse da, werde ich hinschreiben. Da könnt ihr mich gerne dann privat anschreiben. Ich wäre über jede Spende, wäre ich dankbar. Ihr habt ja dann meine E-Mail-Adresse, da könnt ihr ja gerne mich gerne anschreiben. Und ja, wer irgendwas hat, soll mich bitte da kontaktieren, weil ich brauche ein paar Sachen. Ich kann mir viele Sachen nicht neu holen, das schaffe ich einfach nicht aus finanziellen Gründen. Ich hätte ja gerne neue GoPro oder irgendwas, aber ich würde auch mit einer älteren GoPro mich zufrieden geben. Hauptsache, ich kann mal ein paar vernünftige Fahraufnahmen machen oder andere Sachen. Also alles anbieten, würde mich also sehr freuen. Ihr habt ja meine E-Mail-Adresse, dann könnt ihr mich ja da gerne anschreiben. Wie gesagt, unten drunter steht sie. In diesem Sinne geht's sehr bald weiter. Ich werde dann noch jetzt in den nächsten paar Tagen werde ich noch ein paar Indoor-Sachen, also in der Wohnung. Ich habe ein paar neue Sachen gekauft. Die werde ich euch vorführen. Die sind ganz interessant für den einen oder anderen. Ansonsten, wie gesagt, 2, 3 Wochen geht's weiter mit Rollertest. Ohne Ende. Ohne Ende. Vielleicht werde ich euch noch ein paar Aufnahmen zeigen. Ich habe ja im Sommer jetzt diese große Fahrt gemacht. Da nach Norddeutschland. 1000 Kilometer in 3 Tagen. Da werde ich vielleicht noch ein paar Videos veröffentlichen von. Und ansonsten bleibt gesund, macht's gut, schön wäre ein Daumen hoch von euch und bleibt selber auch gesund. Und wir sehen uns in alter Frische. Tschüss, sagt der Alex.